Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gibt es eine spannende Frage. Und zwar unter einem der letzten Videos war eine Frage, die ich am Anfang nicht ganz verstanden habe, deswegen habe ich nochmal nachgefragt und die war dann wirklich so spannend, dass ich gesagt habe, okay, da machen wir ein Video daraus. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn du eine Option hast, egal ob jetzt long oder short, und jetzt wird während irgendeines Ereignisses, weil irgendetwas Externes passiert, wird der Handel plötzlich ausgesetzt. Und zwar jetzt nicht einfach mal eine Stunde, sondern vielleicht auch ein bisschen länger. Und ein paar Tage beispielsweise. Und wie da die Regelungen sind, darüber sprechen wir mal jetzt hier in diesem Video. Ihr könnt euch vielleicht zurückerinnern, wenn ihr schon etwas älter seid, beziehungsweise wenn ihr damals schon an der Börse wart. Es gab ja im Jahr 2001 diese Anschläge in New York, die heute jeder immer noch kennt unter 9/11. Und wer damals, ich schätze mal so ab 13, 14 Jahre aufwärts war, der kann sich eigentlich noch gut erinnern, was er an diesem Tag gemacht hat. Und das Ganze war mal an einem Dienstag und geschah ja noch bevor die US-Börsen eröffnet haben. Und deswegen hat die Börse damals die Börsen gar nicht erst eröffnet. Das heißt, also an dem Tag war die Börse geschlossen und sie blieb dann auch bis zum kommenden Montag geschlossen und erst dann haben die Börsen wieder eröffnet. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass so etwas nie wieder passiert, aber theoretisch, wie ist denn das dann überhaupt, was an so einem Tag passiert, wenn man da beispielsweise Optionen hat? Und wenn man sich mal überlegt, es gibt Optionen, zum Beispiel die Volatilitätsoptionen, die verfallen mittwochs. Es gibt Optionen beispielsweise auf den Spider, die verfallen alle zwei Tage. Es gibt Optionen, die wären am Freitag verfallen, aber da war ja die Börse geschlossen. Und wie wird das eigentlich gehandelt? Jetzt muss man eins wissen, wir haben uns letztes Jahr, als wir in New York waren, mit einem Händler unterhalten an der New York Stock Exchange und der hat uns damals gesagt, okay, das war das allererste Mal, dass in der Geschichte der US-Börsen die Börse länger als drei Tage geschlossen war, weil es gibt eine Regel in den USA, die besagt, dass Börsen niemals länger als drei Tage in Folge geschlossen werden dürfen. Und deswegen wird zum Beispiel in den USA, ihr kennt das oftmals, oder wird eben auch gehandelt, außer es fällt jetzt auf einen Sonntag, zum Beispiel am zweiten Weihnachtsfeiertag, also 26. Dezember, wenn bei uns ja noch alles entspannt auf der Couch liegt und die Weihnachtsgans verdaut, da sind in Amerika die Börsen wieder eröffnet. Warum? Weil es eben nicht länger als drei Tage sein darf. Und man hat damals in New York die Börsen nur deswegen geschlossen, weil durch den Zusammenbruch der Türme war die ganze Börse ungefähr so 30 Zentimeter voll mit Asche, die durch die Fenster und alles reingekommen war. Das heißt, die konnten gar nichts machen und die haben dann wirklich innerhalb von einer Woche das alles weggeräumt, sodass sie am Montag wieder quasi so eine Notöffnung machen konnten. So, das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist sehr, sehr gering, vor allem auch deshalb, weil man heutzutage auch aus dem Erkenntnis aus 9/11 heraus Dinge geschaffen hat, die würde man jetzt, der Techniker würde sagen, eine Redundanz. Das heißt also, man hat jetzt verschiedene Rechenzentren heutzutage. Das ganze Börsengeschäft läuft ja ohnehin nur noch elektronisch und selbst also wenn die Börse in New York ausfallen würde, dann könnte man sie woanders, würde man die Systeme woanders hochfahren, alles ist gespiegelt, alles ist da, das heißt, es würde einfach weitergehen. Nichtsdestotrotz gehen wir mal theoretisch davon aus, dass durch irgendein Ereignis, das muss ja jetzt nicht unbedingt ein Terroranschlag sein, das könnte auch eine Naturkatastrophe sein, das könnte irgendwie ein nationaler Notstand sein, irgendetwas, dass die Börsen länger geschlossen sind. Wie sieht es dann mit Optionen aus? Und das ist eine ganz spannende Frage und wir haben ein bisschen zu dem Thema recherchiert und es gibt keine 100% genaue Anweisung dafür, beziehungsweise keine 100% genaue Regel. Es gibt von der Vereinigung von dieser Optionshändlervereinigung, die es in den USA gibt, wo also alle Börsen angeschlossen sind, das ist die OCC. Von denen gibt es ein PDF und ich verlinke euch das auch hier unter dieses Video, wo ihr das Ganze nochmal nachlesen könnt, wo dieses Szenario ein wenig beschrieben ist. Punkt Nummer eins, die Börsen werden versuchen, dass die nennen das nach besten Möglichkeiten die Abwicklung zu machen. Das heißt also, man wird versuchen, so viel wie möglich Interessen, die davon betroffen sind, einzubeziehen. Ja?
Das beinhaltet natürlich automatisch, dass der ein oder andere nicht zufrieden sein wird, was da gemacht wird. So, stellen wir uns mal folgende Situation vor. Du hast eine Call-Option gekauft und jetzt ist die halt ein paar Tage, kannst du nicht handeln. Was wird passieren? Naja, was wirkt auf jeden Fall? Zeitwertverfall wird definitiv wirken. Was wird mit der Volatilität passieren? Die wird hochgehen, aber es gibt keine Preise. Und wenn eben in dieser Zeit die Option verfällt, dann hast du mit dem Kauf einer Option, es könnte also auch ein Put sein, das ist egal, mit dem Kauf einer Option hast du ein Recht erworben. So, und dieses Recht kannst du wahrnehmen, auch wenn die Börsen geschlossen sind. Das heißt, du kannst auch in dieser Zeit, wenn die Börsen geschlossen sind, kannst du beantragen, dass deine Optionen ausgeführt werden. Und zwar dann, wenn die Börsen wieder öffnen. Das heißt, du kannst sagen, okay, du hast irgendwie, bleiben wir mal beim Call, eine Call-Option gekauft mit einem Strike von 50 und du sagst, ich möchte diese Aktien für 50 haben. Was du natürlich nicht weißt, und das ist jetzt so ein bisschen die Krux, wie wird denn die Aktie öffnen? Weil normalerweise lässt man sich ja ausführen, wenn man auch weiß, ist meine Option im Geld, ist sie nicht im Geld. Ne? Aber du hast nach wie vor dieses Recht, das ist unumstößlich. Das Recht hast du. Das heißt, du darfst das Recht an einer Option ausüben und kannst das machen. Und hier gibt es jetzt zwei unterschiedliche Regeln, die da auch beschrieben sind. Nämlich entweder man sagt, okay, es wird der letzte Börsentag herangenommen, der gehandelt wurde. Und aus diesem heraus berechnet man das Ganze. Das ist zum Beispiel bei Indexoptionen so. Also wenn ihr Indexoptionen habt, die cash-settled sind, dann kann es durchaus sein, dass hergegangen wird, gesagt, okay, der letzte Tag, der war, da wird der Schlusskurs genommen, also der letzte offene Tag, und an dem Preis wird das Settlement festgemacht. Egal, was dann in der Zwischenzeit passiert wäre, weil man weiß es ja nicht, man muss ja irgendeine Bezugsgröße nehmen, also nimmt man den letzten Tag. Oder aber, das ist die andere Variante, man sagt, okay, wenn du eine Option unbedingt, die eben jetzt nicht Cash gesettelt ist, sondern wo ein Underlying hin und her geschickt wird, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte mich andienen lassen, dann ist es eben so, dass du sagen kannst, okay, ich bestehe auf mein Recht der Andienung, entweder Kauf oder Verkauf, und dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit, so ist es zumindest darin beschrieben, und auch wenn man ein bisschen weiter noch forscht, also man kann das auch bei den Börsen mal nachlesen, CME, SIBO und so weiter, wird wahrscheinlich dann der Eröffnungskurs genommen, beziehungsweise der Handelstag, zu dem wieder eröffnet wird, und dann kannst du dir das natürlich, wenn du halt jetzt sagst, okay, ich will die Aktien für 50 kaufen und die eröffnet dann aber bei 30, naja, wenn du beantragt hast, dass du sie bei 50 haben willst und sie eröffnet bei 30, dann kriegst du sie eben für 50 reingebucht. Ne? Das ist also so ein bisschen ein Risiko, du versuchst ein Recht wahrzunehmen, ohne zu wissen, wie sinnvoll ist dieses Recht. Ne? Und deswegen ist das wirklich ein Punkt, den man nicht genau beschreiben kann. Da gibt es keine 100% klare Regel, was aber gemacht werden wird, und da kann man, glaube ich, auch relativ sicher sein, dass die Börsen versuchen werden, größtmögliche Akzeptanz bei allen Marktteilnehmern zu erreichen. Weil, das ist ja ganz, ganz wichtig, wenn so etwas passiert, hast du wahnsinnig viel Unsicherheit im Markt. Ne? Und was ganz wichtig ist an so einer Stelle, das war damals auch bei 9-11 so, du musst Vertrauen in die Märkte bringen. Und Vertrauen bekommst du nicht in die Märkte, wenn du plötzlich ganz, ganz viele Marktteilnehmer, und da geht es ja jetzt nicht um uns kleine Hanseln, die da irgendwie ein paar Optionen haben, sondern geht es um die Großen, um die Big Boys, die Institutionen, die viele, viele Optionen im Markt haben, dass man denen zumindest das so anbietet, dass man sagt, hey, das und das wäre eine gute Lösung, könnt ihr damit gut leben? Und das wird dann auch gemacht werden. Noch ein ganz wichtiger Punkt in der Frage stand auch, was ist, wenn die Bank den Handel aussetzt? Die Bank kann den Handel nicht aussetzen, sondern immer nur die Börse kann den Handel aussetzen. Das heißt, wenn dein Broker sagt, wir handeln nicht, ist das eine Sache. Aber eine einzelne Bank kann nicht sagen, ich setze jetzt mal den Handel aus für eine Sache, die gut oder schlecht für mich läuft. Ja, das geht bei gewissen Derivaten, also jetzt zum Beispiel Zertifikate und so weiter, da kann das ein Emittent machen. Aber ein börsengehandeltes Produkt, eine Option, eine Aktie, ein Future, was auch immer, da kann immer nur die Börse den Handel aussetzen, niemals also eine Bank. So, wenn dich das Thema jetzt mehr interessiert, ne, das ist so ein bisschen unter der Kategorie nice to know,
wirst du wahrscheinlich nie brauchen. Aber wenn dich das Ganze mehr interessiert, dann schau dir unten diesen Link an von der OCC, liest dir das durch. Dann hast du zumindest mal eine grobe Idee, was da passieren könnte. Und ansonsten hilft es nur darauf zu vertrauen, dass hoffentlich so etwas nicht passiert. Und wenn es passiert, dass deine Positionsgrößen so sind, dass im Falle eines Falles dich nicht so ein Ereignis aus dem Markt haut. Weil, und das muss man auch ganz klar sagen, ich war damals 9/11 dabei, ich hatte Positionen am Markt und viele sagen zum Beispiel, was wäre denn gewesen, wenn du an diesem Tag Puts im Markt hättest, ne? Short Puts auf Aktien, Short Puts auf den Index oder sonst irgendwas. Ich blende euch jetzt doch nochmal, ich wollte eigentlich gar keinen Chart einblenden, Ich blende euch jetzt mal den Chart ein, des S&P 500 am Tag vor 9/11. Ne? Also einen Tag vorher. So. Und wenn ihr mir jetzt sagt, dass man an dem Tag Short Puts im Markt gehabt haben muss, so, dann solltet ihr nochmal ganz zurückgehen und solltet euch nochmal überlegen, in welcher Zeit verkauft man Short Puts in den Markt. So, nochmal, Short Puts in den Markt. Und, also ihr seht, ganz, ganz klarer Abwärtstrend. Das hat das Ganze nur nochmal verstärkt. Also da gab es überhaupt keinen Grund, mit Puts im Markt zu sein. Wir hatten auch keine, wir haben damals auf fallende Kurse gesetzt. Nicht, weil wir wussten, dass so etwas passiert, Gottes Willen. Aber vom Chart her war das so klar, dass wir in einem Abwärtstrend waren, dass jeder, der sich so ein bisschen, aber auch nur so ein ganz klein wenig mit Charttechnik beschäftigt, wusste, dass man an so einem Markt nicht long sein darf. Und deswegen dürfte das jeden, der sich ein bisschen aktiv mit dem Handel beschäftigt, auch überhaupt nicht großartig betreffen. Das war's für heute. Wenn ihr weiter solche spannenden Fragen habt, ne, freue ich mich immer, dann schreibt die mir hier in die Kommentare hinein. Und wenn ich der Meinung bin, es ist für alle hier im Kanal spannend, dann greife ich die auch gerne aus. Aber auch hier eins, das ist natürlich hier, das ist YouTube, das ist keine kostenlose Ausbildung für alle. Also wenn jetzt einer sagt, okay, alles, was ich noch wissen will, stelle ich jetzt hier Fragen rein und ich hoffe, du beantwortest mir die alle. Wir können hier nur die Dinge machen, die für die meisten hier interessant sind, hier in diesem Kanal. Und wenn du findest, dass das, was wir hier machen, in diesem Kanal oder auch in dem anderen Kanal, in unserem Podcast, auf unseren Facebook-Seiten und so, wenn das spannend ist, dann kann ich dir eins sagen, das sind maximal 5% von dem, was du bei uns lernen kannst. Also vieles, was wir unseren Kunden beibringen, das gibt's eben nur hinter der Bezahlschranke. Und wenn du wissen willst, was du alles lernen kannst, wenn du wissen möchtest, wo du hinkommen kannst mit dem, wo du gerade stehst, was du alles lernen kannst, dann trag dich hier unten ein, sicher dir einen telefonischen Erstberatungstermin und dann zeigen wir dir, wo du stehst, wie wir dir helfen können, so erfolgreich zu werden im Börsenhandel, wie du dir das vorstellst. Danke fürs Zuschauen, viel Erfolg und jetzt genieß das Wochenende. Bis dahin, tschüss, servus, mach's gut, bye bye.